Ja, ich habe gerade eine Pause gemacht, Spiel. Danke für deinen Hinweis, den du mir in diesem ganzen Spiel schon mindestens 15 Mal gegeben hast. Wenn nicht sogar schon wesentlich häufiger. Morgen, Kilian, heute ist der große Tag. Der Riesengletscher wartet. Ich gehe schon mal vor auf den Hügel. Nachtara und Psiana haben uns zwar ihre Zugangskarten anvertraut, aber ich habe jetzt meine Zweifel, ob ich in der Lage bin, sie richtig einzusetzen. Ich werde mir daher Emolga schnappen und noch ein wenig mehr üben. Triff du doch in der Zwischenzeit letzte Vorbereitung, bevor wir aufbrechen. Ich erwarte dich dann auf dem Hügel, einverstanden? Wenigstens darf ich mich noch ein bisschen vorbereiten. Wir waren jetzt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr hier, also wäre es ein Wunder gewesen, wenn man das hier nicht ernten hätte können. Dann wieder zum üblichen bei unserem Kifferaffen hier. Einmal die Kalkklinge trainieren, bitte. Sag mal, Don, kennst du eigentlich schon das V-Roulette? Oh, du kennst das V-Roulette noch nicht. Ich glaube, das muss ich dir dann gleich direkt mal zeigen. Das überhaupt nicht nervige und super tolle V-Roulette. Ja, freu dich, wenn du die ganzen Parts, die ich auf YouTube angeschaut habe, wo Victini das erste Mal vorgekommen ist. Ja, wir hätten heute eine Normal-V-Welle. Okay. Schauen wir mal, ob wir das noch ändern können. Ich könnte natürlich jetzt einen Haufen Geld reinstecken, damit wir es garantiert ändern können, aber das ist mir das ganze Geld nicht wert, um ehrlich zu sein. Außerdem ist es mir für den ersten Dungeon sowieso egal, was wir für eine V-Welle haben. Also reicht mir eine 20% Chance. Oh, jetzt kommt schon wieder V-Roulette. So, und schauen wir mal. Das müsste sich noch sehr viel weiter drehen, damit das was wird. Ja, aber fast. Und wie gesagt, ist mir ja egal. Es sind eh mehrere Dungeons und in den nächsten paar kann ich es eh nicht wirklich ändern dann. Aber Moment mal, wir könnten ja. Moment, was haben wir eigentlich für eine V-Wellen-Vorhersage? Das würde mich vielleicht noch interessieren. Kampfkäfer, Eisdrache, Pflanze. Oh, das gefällt mir gar nicht so sehr, dass demnächst ein Eis und eine Drache hintereinander ist. Gerade die Eis hier gefällt mir überhaupt nicht. Weil in den nächsten Dungeons kommen mir sehr, sehr viele Eis-Pokémon entgegen. Ja, das V-Roulette ist unheimlich toll. Ich weiß. So. Wir legen mal alles außer 2000 ab.
Items. Das können wir mal behalten. 4 Sinelbeeren reichen. Ich sollte meine Piersivbeere wieder mitnehmen. 2 Top-Elixiere reichen auch. Also, eine Persivbeere brauchen wir wieder. Ich brauche. Was brauche ich denn noch? Das Ding nehmen wir mal mit. Sonst brauche ich eigentlich nicht wirklich was. Aber. Was heißt hier ohne Cheat durch Himmel? Also, Hauptstory ohne Cheats ist doch sowieso relativ locker. Oh, da fällt mir gerade was ein, wenn ich schon hier bin. Einen Moment, ich glaube, das könnte jetzt doch noch etwas dauern. Ich brauche doch mal wieder mein. Ich nehme doch mal wieder ein bisschen Geld mit. Ja, okay, es sind gar nicht so viele, wie ich gedacht habe. Aber trotzdem sind es einige. Die ganzen Schatzboxen, die ich jetzt auf der ganzen Expedition hier gefunden habe. Ja, sprich deine Chillerwälder nur an. So. Erstmal die ganzen Schatzboxen hier aufmachen. Ein Goldbarren. Der hat sich zumindest schon mal gelohnt. Was heißt hier wegen Leveln? Man kann doch in den Himmel gut mitleveln. Ich meine, man hat doch das schöne Knogger-Dojo, da kannst du zwischendrin leveln, bis du schwarz wirst. Mach einfach Drachentraining und geh auf die. Ja. Anfangs, wenn du nicht ganz so stark ist, dritte, vierte Ebene und dann später, so, wenn du es mal packst, fünfte Ebene. Was, es lädt ständig nach? Okay. Mir zeigt es an, dass der Stream eigentlich flüssig laufen sollte. Keine Ahnung. Wäre es noch toll, wenn da mal wieder eine Teamfähigkeit drin wäre. Seit die Pause rum ist, okay. Ich habe eigentlich nichts verändert seitdem. Und mir zeigt es eigentlich an, dass alles flüssig laufen sollte. Also die Kilobit pro Sekunde ist die ganze Zeit über dem, was ich hier eingestellt habe. Oh ja, ein Goldband. Also entweder liegt es an dir oder keine Ahnung. Ich weiß es gerade selber nicht. Leckt es bei irgendjemandem sonst noch so? Zwei Goldbarren. Also bei dir läuft's flüssig, Valli. Okay. Na gut, dann liegt es zumindest nicht an mir. Ja, Don, du weißt doch, Unity Media ist toll. Genauso wie Skype, das ist auch toll. So viele Goldbarren.
bin am Überlegen, davon gleich noch ein paar AP-Memos für die neuen Attacken dann zu kaufen. So viele Goldbarren. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? 69. Don, deine Lieblingszahl. Na dann, komm her, Echnatol. Also, ich würde sie gerne gegen Items eintauschen. Und zwar hätte ich gerne das Ding hier. Nur 50 Goldbarren, sagt er. Nur. So. Dann. Her damit. Okay, der Schwerttanz kann jetzt wieder gehen. So, ich habe meine Raumattacke. Yay! Und das Ding hat eine ordentliche Standardstärke, wenn man das mal so sagen darf. Ich meine, wenn man es jetzt hier mal mit anderen Attacken vergleicht, das Rote ist die Standardstärke. Und das Gelbe ist das, was durch den Attackenaufstieg dazu gekommen ist. Man sieht einen Unterschied. So. Das könnte eigentlich... Ich könnte eigentlich dementsprechend etwas mehr Top-Elixiere demnächst mitnehmen, damit ich die Attacken anständig leveln kann. Ja, ich habe hier nur noch 76, da kann ich ja mal ein bisschen mitnehmen. So, den Blizzard legen wir weg. Dann das Goldband kann... Wobei, ich lege erstmal ein bisschen Geld ab. Ja, legen wir gleich alles weg und verkaufen dann noch ein bisschen was. Dann, ich will gerne etwas verkaufen. Und zwar das Ding, das Ding. Das Ding verkaufen auch. Jupp. Jupp, das geht in Ordnung. Hast du denn irgendwas Schönes? Du verkaufst zweimal dieselbe TM. Sehr sinnvoll, Kekleon. Wirklich sehr, sehr sinnvoll. Vor allem, weil das hier Infinite TMs sind. Also die kann man so oft verwenden, wie man will. Macht es total viel Sinn, wenn du zweimal dieselbe verkaufst. Moment, ich wollte noch was mitnehmen. Richtig sinnvolle Items habe ich ja sonst nicht. Wie nehme ich jetzt die meiste Zeit mit? Nachdem ich Viridium und Emolga beide wieder zur Verfügung habe, werde ich wahrscheinlich die beiden wieder mitnehmen. Das heißt, zwei Kraftbänder, weil die sind beide physisch ausgelegt. Ich schaue dann doch nochmal beim Moorlord vorbei, ob der vielleicht noch eine interessante TM hat. Moorlord, alter Freund. Ja gut. Vielleicht ist die eine gleiche TM besser als die andere.
Okay, der lässt mich jetzt gar nicht was einkaufen, oder was? Anscheinend lässt er mich nicht einkaufen. Nö, ich glaube nicht. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Oh, Moment, eine Frage wollte ich. Eine Sache vielleicht noch. Ja, gut. Das machen wir jetzt noch. So viel Zeit muss noch sein. Lässt du mich wenigstens heute irgendwas bauen oder heulst du mir auch nur wieder die Bude voll? Ja, der lässt mich wenigstens was machen. So. Ich würde sagen, wir bauen hier weiter. Dann darfst du hier ein raues Felsgebiet machen. Na dann, ab an die Arbeit, Strepoli. Auf dass du irgendwann zu einem großen, starken Bud Spencer wirst. Es gibt immer wieder Baumaterial. Zwei Einheiten von allen mittleren von jeglichem mittleren Baumaterial. Das musste jetzt noch sein. Ja, ich habe noch genau 200 Poke übrig. Na dann. Genug Organisation gemacht. Jetzt geht's weiter. Da scheint jemand viel Spaß dabei zu haben, die Zugangskarten anzuordnen. Hey Kilian, bist du soweit? Und wieso steht er wieder standardmäßig auf Nein? Ich liebe diese Spiele. Das könnte das waghalsigste Unterfangen sein, auf das wir uns je eingelassen haben. Daher sollten wir besondere Vorsicht walten lassen. Bist du wirklich bereit? Gewiss doch. Ausgezeichnet. Dann wollen wir mal das Magna-Portal beschwören. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Alles ist gut gegangen. Mensch, war ich nervös. Mir reicht's. Ich will nie wieder eine dieser Zugangskarten anfassen. Tja, aber ohne dich hätten wir das Magna-Portal nicht beschwören können. Kilian, Viridium, worauf warten wir noch? Nichts wie los, zurück zum Riesengletscher. Viel Glück, meine Freunde. Doch vor allem, kommt alle wohlbehalten zurück. Keine Sorge. Warte hier einfach auf uns und im Nu werden wir zurück sein. Seit dem letzten Mal haben wir unsere Rollen getauscht, was, du Miesel? Diesmal bin ich es, der zum Riesengletscher aufbricht. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Du kannst dich schon mal auf ein ganz tolles Andenken freuen. Oh ja, ein riesengroßes bitte. Zerstört den Kältekern bitte ein für alle Mal. Du Miesel, dir auch viel Erfolg dabei, die Leute hier zu überzeugen. Das wird gewiss kein Kinderspiel, aber wenn es einem gelingen kann, dann wohl dir, du Miesel. Vielen Dank. Gib auf dich Acht, Viridium. Kommt alle gesund zurück, hört ihr? Also gut, dann wollen wir mal los. Jo. Schön, dass du da warst, Don Marci. Danke fürs Zuschauen und guten Appetit. Nur Mut, meine Freunde. Lasst euch nicht unterkriegen. Speichern und fortsetzen.
Tüdelü. Nanu, geht das nur mir so oder sieht es hier anders aus als beim letzten Mal? Könnte es sich hierbei etwa um einen völlig anderen Dungeon handeln? Wir haben das mit den Zugangskarten also doch vergeigt, oder? Wenn ja, dann wird uns dieser Dungeon eventuell nicht zum Riesengletscher führen. Ich glaube, darüber sollten wir uns keine allzu großen Sorgen machen. Wären die Zugangskarten tatsächlich so schwierig zu bedienen, dann hätten Nachtara und Psyana uns im Vorfeld wohl darauf hingewiesen. Ich vermute, dass die ganzen Änderungen, die sich uns hier zeigen, auf den Einfluss des Eispalasts zurückzuführen sind. Kommt, lass uns am besten gleich nachschauen. Auf geht's. So. Einmal hier, einmal hier und einmal hier. Und mal schön sortieren. Na dann gehen wir weiter. Wirrweg. Ui. Ach ja, jetzt dürfen wir erstmal die ganzen Level-Ups von Emolga und Viridium wieder durchdrücken. Also Emolga lernt erstmal eine neue Attacke. Zugabe. Nee, danke. Und gleich noch eine neue Attacke. Voltwechsel. Anwender tauscht Platz mit dem Verbündeten hinter ihm. Brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Ladungsstoß, wenn er lernen würde. Das wäre was anderes. Ja, da steigen die Werte wenigstens mal stark an. Und Viridium auf Level 40. Und lernt auch eine neue Attacke. Gigasauger. Hui, nett. Was kann man dafür wegmachen? Doppelkick ist eigentlich zu gut. Mach mal Zauberblatt weg. Braucht man jetzt auch nicht so unbedingt. Naja, und ihr dürft mir halt heute mal wieder alle hinterherrennen. Oh, da sind aber ein paar nicht von unserem Team hier. So. Eine Warpfalle. Nett. Na gut, dann halt doch wieder auf die gute alte Tour, jeder für sich. Bis ich die Treppe finde. Mir fällt gerade so auf, wie schlecht Bruchrüstung eigentlich ist in diesem Spiel. Na gut, Emolga hätten wir schon wieder eingesammelt und Viridium auch. Okay, ein Top-Elixier und was ist das? Na, Star-Orb. Nicht unbedingt das, was ich brauche. Star-Orbs habe ich genug. Zwei Goldbarren. Okay. Probieren wir das halt einfach mal aus. Natürlich geht der direkt mal daneben. Wäre ja nicht Blizzard, wenn es nicht daneben gehen würde. Kriegen hier erstaunlich wenig Gegner.
Und wieder eine Treppe. Ui, ein Cognodon möchte sich uns anschließen. Unsere Spitznamen-Experten sind wieder gefragt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Also, wie soll unser kleines Cognodon heißen? Ja, Valley, aber Drachen sind halt in dem Spiel nicht allzu leicht zu kriegen. Günther? Ja, gut. Dann heißt du jetzt Günther. Moment mal, wir brauchen ja Sonderzeichen hierfür. Wo ist das Ü? Da ist das Ö, da ist das L, wo ist das Ü? Finde ich jetzt das Ü nicht? Ja, da ist es. Also, Günther. Tschüss, Günther. Ein Appellorb. Und ein Vitalorb. Eine weitere Winning Condition gegen den Kältekern. Legt der da einfach überall Giftspitzen hin. Okay. Zwischenstation. Wirrweg U6. Trainingssamen, Kraftband. Ein Latanecto. Okay. Wo ist Viridium gerade? Okay. Die sind irgendwo im Off unterwegs. Warum auch immer. Naja, sollen sie ruhig. Sie sind stark genug, um das Ganze alleine zu erledigen.
Okay. Wir brauchen wieder einen Spitznamen, diesmal für ein Golbit. Michi, okay. Wie nee Spaß. Also gut, ernst gemeinte Vorschläge dann. Wenn keine kommen, nenne ich ihn wirklich Michi. Kühlschrank. Gut, der Name wird zwar eher zu einem Rotom passen, aber nehmen wir. Dann brauche ich ja schon wieder Sonderzeichen. Okay, Kühlschrank passt nicht ganz rein. Da fehlt mir ein Buchstabe. Golem. Na gut. Wenn sonst kein anderer Vorschlag kommt, dann nehmen wir den halt einfach noch. Auch wenn es der englische Name von Geo was ist. Noch ein Golbit. Im Molga hat es auch wieder hier dazu geschafft. Sehr schön. Ein Beliebersamen. Na gut, sowas findet man gerne mal. Und ein großer Käferaffe. Ne, Moment, ne, großer Brokkoliaffe war das. Käferaffe ist ja Soda. Okay, ich habe jetzt bis auf Blizzard keine Möglichkeit, den anzünden, aber gut, machen wir dann halt einfach. Memento Mori. Okay. Okay, der hat mir jetzt die Angriffswerte extrem stark runtergedrückt. Moment mal. Ich habe nicht zufällig. Nö, habe ich nicht dabei. Nachdem mein Angriff gerade so weit runtergedrückt ist. Hier gerade einfach mal nichts trifft. Okay, physische Attacken ziehen dem fast gar nichts ab. Spezielle sind da schon ein bisschen besser. Level 42. Ein Level noch. Wenn das in Super Mystery Dungeon genauso schnell gehen würde.
Aber da geht's Leveln erst wirklich gut voran, wenn man so in den extrem schweren Dungeons ist. Und die kriegt man sowieso erst nach der Hauptstory. Eine Scope-Linse. Okay. Hier ist überall nichts aus dem ganzen Gebiet da unten, können wir schon mal abhauen. Wirrweg U9. Bonusweg. Okay. Ich schaue mir bloß kurz an, was das für ein Bonusweg ist, ob ich ihn machen kann oder nicht, weil ich würde gern mal einen machen. Ich bin nämlich im ganzen Projekt hier noch nicht dazu gekommen, einen Bonusweg zu machen. Schwarze Tür, also gut, ich hätte einen schwarzen Schlüssel gebraucht. Na gut, habe ich jetzt leider nicht dabei. Immer dieses Memento Mori. Wenigstens ist hier ein Wunderfeld. Okay. Dommy Level 42. Oh, Moment mal, ich glaube, ich weiß, was er jetzt lernt. Oh ja. Das ist sehr gut. Weg mit dem Slam. Was macht Viridium da eigentlich immer so lang? Rennt die immer in 50 Gegner auf einmal oder? Moment mal. Viridium, komm mal kurz her. So. Ja, kaum hat er Ladungsstoß, schon verwendet er den bei jeder kleinsten Gelegenheit. Okay. Ein Top-Elixier. Okay.
U11. Kalklinge müsste eigentlich bald wieder aufpoliert werden. Natürlich lässt du dich hier gleich wieder vergiften und ich kriege eine Para ab. War wieder ganz, ganz toll. Von den paar wenigen Malen, wo ich Blizzard bis jetzt eingesetzt habe, ist er, glaube ich, schon mehr als die Hälfte der Zeit daneben gegangen. Okay. Wo ist Treppe? Wow, Blizzard hat getroffen. Schau mal, Domi. Von dort scheint ein Licht zu kommen. Das wollen wir uns doch mal aus der Nähe ansehen. Vielleicht ist das ja der Ausgang. Das ist ja... Einfach der Hammer. Hier sind ja lauter Gletscher. Tommy, sah es beim letzten Mal, als ihr hier wart, auch so aus? Ja, ich erinnere mich an diese Aussicht. Seht ihr, also habt ihr die Zugangskarten doch ordnungsgemäß eingesetzt. Ui, du hast recht. Jetzt brauchen wir nichts weiter zu tun, als hier auf Noctara und Psyana warten. Tja, wenn es doch nur so einfach wäre. Doch etwas lässt mir keine Ruhe. Und zwar dieses Geräusch, was ist das bloß? Ich höre es schon seit einer ganzen Weile. Was mag bloß dahinter stecken? Huch! Warum ist es auf einmal so dunkel? Freunde, seht doch, dort oben. Aha! Das ist... Kann das wirklich sein? Da stimmt doch etwas nicht. Der sollte doch noch ein ganzes Stück entfernt sein. Was hat der Eispalast also bitte schön direkt über uns zu suchen? Und er schwebt nicht bloß über uns, er bewegt sich auch Stück für Stück vorwärts. Er hat sich bis hierher bewegt. Sagt mal, bin ich etwa der Einzige, der hier noch ein weiteres Geräusch hört? Hallo, Brutalander. Brutalander? Was ist denn in den gefahren? Das ist Brutalander, einer von Somniums Helfershelfern. Was? Und auch die beiden Skelabra. Sie wollen uns den Weg abschneiden. Was machen wir jetzt bloß, Kilian? Ach, was für eine Frage. Auf sie mit Gebrüll! Wir müssen zum Eispalast. Und zwar um jeden Preis. So, dann wollen wir doch mal.
Ja, das ging doch recht gut aus. Wir haben es geschafft. Gemeinsam haben wir Brutalanda und den anderen Schergen den Garaus gemacht. Haha, das wird euch lernen, euch in Zukunft nicht mehr mit uns anzulegen. Wisst ihr, Tölpel, überhaupt, mit wem ihr es zu tun habt? Gut, Leute, nutzen wir die Gunst der Stunde und arbeiten uns weiter vor. Imolga, hinter dir! Du solltest nicht nachlässig werden, Imolga. Psiana! Meine Güte, Psiana, hast du mir vielleicht einen Schrecken eingejagt? Vor allem aber danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Anscheinend habt ihr es ja alle unbeschadet hergeschafft. Gut. Nach Tara trifft noch rasche letzte Vorbereitungen. Er ist dort hinten. Lasst uns schnell zu ihm gehen. Nanu, welche Vorbereitungen denn? Wir haben einen Weg gefunden, zum Eispalast zu gelangen. Ernsthaft? Soll das heißen, ihr wisst, wie wir die Luft durchqueren können? Spitze, das ist ja kaum zu glauben. Ihr seid wirklich zwei Genies. Ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir Genies sind. Sei es drum, lass uns keine Zeit verlieren. Entschuldige, dass du warten musstest nach Tara. Ich habe die anderen mitgebracht. Beschwört man damit nicht Magna-Portale? Nach Tara. Also habt ihr doch eine Methode gefunden, mit den Karten zum Eispalast zu gelangen? Ja, allerdings benutzen wir dazu ganz besondere Zugangskarten. Sie sollten uns ermöglichen, direkt dorthin zu gelangen, ohne Dungeon-Durchquerung. Wow, ich wusste doch, dass ihr beiden Genies seid. Mein Respekt, dass ihr so geniale Zugangskarten entwickelt habt. Ich muss dich leider enttäuschen. Sie sind nicht von uns entwickelt worden. Die Karten, die wir heute benutzen werden, haben wir lediglich gefunden. Gefunden? Ja, wir haben sie in den Überresten des Berges aus Eis gefunden. Wir haben in den Eisblöcken gesucht, die vom Eispalast herunterfielen. Und darunter haben wir dann diese Zugangskarten gefunden. Wie kann das sein? Kurz gesagt, Psyanas Intuition war haargenau richtig. Als wir das erste Mal zum Riesengletscher gingen, weißt du noch, wie wir vor uns in die Ferne den Berg aus Eis sahen und wie uns die großen Gletscherspalten den Weg versperrten? Ganz in der Nähe fanden wir Spuren, die darauf hindeuteten, dass dort ein Magna-Portal beschworen worden war. Erinnerst du dich daran? Spuren eines Magna-Portals? Ja, ich erinnere mich. Kilian war das aufgefallen, nicht wahr? Und als wir dort dann die Zugangskarten ausgebreitet hatten. Ah, immer diese Flashbacks. Damals war es mir noch nicht klar, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, eigentlich kann dieses Magna-Portal nur von einem einzigen Pokémon stammen. Echt? Ja, definitiv. Von dem Pokémon, das vor uns dort war. Du meinst doch nicht etwa. Etwa Keldeo? Du sagst es. Keldeo. Keldeo ist das einzige Pokémon, das vor uns im Eispalast war. Und wenn es tatsächlich er war, der dieses Magna-Portal mit Zugangskarten beschworen hat, ergibt alles plötzlich einen Sinn. Das würde dann bedeuten, dass Keldeo sich im Umgang mit Zugangskarten auskennt. Und nicht nur das, er muss sogar ein wahres Genie auf dem Gebiet sein. Keldeo soll sich im Umgang mit Zugangskarten auskennen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, in all den Jahren, die ich ihn kenne, habe ich ihn nie auch nur mit einer Zugangskarte gesehen. Nun, vielleicht hat ihn ja irgendetwas dazu veranlasst, sich dieses Wissen anzueignen. Sein Stil mag etwas eigen sein, aber das Talent ist unverkennbar. Die Anordnung, die er sich zur Überquerung der Gletscherspalten ausgedacht hat, ist jedenfalls absolut genial. Und diese Zugangskarten, die wir jetzt gefunden haben? Was? Ihr glaubt also, sie stammen von Keldeo? Vermutlich.
Keldeo muss klar gewesen sein, dass der Eispalast irgendwann abheben würde. Also hat er die Zugangskarten erschaffen, mit denen man durch die Lüfte, mit denen man Lüfte durchqueren kann. Und sie dann von oben herabfallen lassen. Als Psyana meinte, wir sollten doch hier nach Anhaltspunkten suchen. Also da war ich erstmal verblüfft. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was wir hier finden würden. Ich hatte nur das Gefühl, Keldeo könnte irgendetwas mit all dem zu tun haben. Aber je mehr ich darüber nachdachte, dass es vielleicht Keldeo war, der mit Hilfe von Zugangskarten dieses Magna-Portal beschworen haben könnte, desto überzeugter war ich davon, dass hier vielleicht ein Hinweis zu finden. Diese ganze Sache mit Keldeo, ich weiß nicht wieso, aber ich war von Anfang an sicher, dass mich meine Intuition nicht täuscht. Wahnsinn, du wirst mir richtig unheimlich. Ich meine natürlich deine Intuition, Psyana. Wie dem auch sei. Niemand hat etwas von Keldeo gehört, nachdem er den Eispalast betreten hat. Und dann finden wir hier diese Zugangskarten. So, als hätte er sie für uns hinterlassen. Also, wie man es dreht und wendet, man kommt eigentlich nur zu dem Schluss, dass Keldeo noch im Eispalast sein muss. Meinst du das wirklich? Und dass er nicht auf der Seite von Kyurem und den anderen steht. Er hat schließlich einen Weg hinterlassen, die Lüfte zu durchqueren. Da ist es nur schwer vorstellbar, dass er Kyurem helfen will. Keldeo ist dort oben. Keldeo ist im Eispalast. Noch gibt es viele ungeklärte Fragen. Aber wenn wir Antworten haben wollen, dann müssen wir zum Eispalast. So. Einen Moment, ich muss hier mal ganz kurz das Licht anmachen, wird langsam wieder finster hier drin, bin mal ganz kurz ein paar Sekunden weg. So, na dann. Weiter geht's. Ja, für heute hatte ich genug Abenteuer. Ich sollte erstmal eine Pause machen. Ja, Spiel, ich weiß. Verdammte Kabel hier. So. Jetzt passt wieder alles. Hey, ist das wirklich wahr? Kann man ihn wirklich sehen? Ja. Er ist zwar noch sehr weit weg, aber es gibt keinen Zweifel. Das ist keine Fata Morgana. Du hast recht. Das ist keine Luftspiegelung. Das ist der echte Eispalast. Was hat das zu bedeuten? Der Eispalast ist wohl hierher unterwegs. Hierher? Jetzt, wo du es sagst, er wird langsam größer. Dann stimmt es also. Domi hat es doch auch gesagt. Die Welt steht vor dem Untergang. Ah, also hatte Domi recht? Wow. Einen Moment mal. Es ist ja nicht so, als hätte der Eispalast tatsächlich schon etwas gemacht, oder? Ich meine, bisher bewegt er sich doch nur in unsere Richtung, mehr nicht. Was redest du denn da? Der Kältekern wird die Welt zerstören. Und genau dieser Kältekern ist auf dem Weg hierher. Ich meine, das kann ja wohl nichts Gutes bedeuten. Hey, Pikulente, krieg dich mal wieder ein. Dummiesel hat recht, nur weil der Kältekern näher kommt, muss das noch nichts heißen. Aber dass wir nicht wissen, was passiert, macht es irgendwie noch viel unheimlicher. Also ich glaube, wir sind in großer Gefahr. Was glaubt ihr denn, wie es ablaufen wird, das Ende der Welt? Ist augenblicklich alles vorbei? Also ich glaube ja eher nicht. Ich denke, alles wird langsam zerbröckeln. Die Frage ist nur, wo wir jetzt losgehen. Dort ich etwa. Vielleicht beginnt die Zerstörung ja in der Nähe des Kältekerns. Dann wird also alles in der Nähe des Kältekerns als erstes zerbröckeln. Es ist zwar tragisch, aber so wird es wohl kommen. Was? Das ist ja furchtbar. Wir müssen es allen sagen. Wartet einen Augenblick. Warum müsst ihr es nur immer als so negativ sehen? Mit eurer Panikmache versetzt ihr doch nur alle in Aufruhr.
Aber das hilft uns auch nicht weiter. Ihr macht es damit nur noch schlimmer. Dummiesel hat recht. Svarones. Svarones? Ihr alle. Was solltet ihr das gerade von wegen? Wir müssen es allen sagen. Ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Die Zerstörung wird sich also vom Kältekern ausbreiten, ja? Das ist doch nichts weiter als eine bloße Vermutung. Aber mit solchen bloßen Vermutungen richtet man nur unnötigen Schaden an. Wacht endlich auf, alle miteinander. Für die Zukunft. Für die Kinder. Legt euch doch mal ein wenig ins Zeug, ja? Manchmal seid ihr wirklich unmöglich. Vielen Dank, Svarones. Wenigstens du gibst dir redlich Mühe, du Miesel. Gib nicht auf, bleib tapfer bis zum Schluss. Ja, so ist es. Ich gebe nicht auf. Wir müssen alles geben, damit alle wieder nach vorne blicken können. Wir sorgen schon dafür, dass alle wieder an das Gute in der Welt glauben. Also gebt bitte auch nicht auf, Kilian. Ihr müsst den Kältekern zerstören. Lasst euch von niemandem unterkriegen. Alles Gute. Sind wir im... Alles ist in Eis bedeckt und man kann draußen den Himmel sehen. Seit unserem letzten Besuch hat sich ja einiges verändert. Aber es ist definitiv der Eispalast. Und wir sind tatsächlich hergekommen, ohne einen Dungeon zu durchqueren? Irre. Wir sind sogar durch die Lüfte gereist. Also diese Zugangskarten sind schlicht und ergreifend der Oberhammer. In der Tat, sehr beeindruckend. Dass er so unglaubliche Karten anfertigen kann... Ich könnte glatt neidisch werden. Wir sind eben Dungeon-Forscher. Von daher verstehe ich dich nur zu gut. Aber jetzt ist nicht die Zeit für sowas. Wir sind im Eispalast, nur das zählt. Jetzt müssen wir zum Kältekern gelangen und ihn zerstören. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren und müssen voranschreiten. Einen Moment mal. Toll, dass wir es hierher geschafft haben, aber wie kommen wir wieder zurück? Wie kommen wir wieder zurück zum Paradies? Wir sind hier hoch oben am Himmel. Mach dir keine Sorgen. Auf demselben Weg, wie wir hergekommen sind. Wir benutzen Kellys Zugangskarten. Ach, das geht? Das ist auf jeden Fall beruhigend. Puh. Und ich dachte für einen Moment, ihr habt vielleicht gar nicht vor, zurückzukehren. So abgebrüht sind wir dann auch nicht. Wir werden natürlich alle wohlbehalten zum Paradies zurückkehren. Klarer Fall. Eben, sonst könnte ich Dummiesel nie wieder gegenübertreten. Du sagst es. Alles klar. Dann geben wir unser Bestes. Brutaler Landerkampf von hier oben. Sprich, wir könnten davon ausgehen, dass Sonja und die anderen auch hier irgendwo sind. Meint ihr, die haben uns schon bemerkt? Schwer zu sagen. Aber falls sie uns noch nicht haben, sollten wir das ausnutzen. Wir werden aber garantiert bemerkt werden, wenn wir alle zusammen losstapfen. Wenn wir uns aufteilen, hat es Sonja zumindest schwerer, uns zu entdecken. Und falls sie uns später doch verfolgen sollten, müssen sie sich auch aufteilen. Ja, gute Idee. Wir teilen uns in drei Gruppen auf. Psyana und ich, Viridium und Emolga und Kilian und Domi. Jede Gruppe nimmt eine andere Route. Was haltet ihr davon? Alles klar. Passt gut auf euch auf. Lasst euch nicht unterkriegen. Los geht's, Psyana. Okay. Wir sollten auch gehen. Ja. Seid vorsichtig, Kilian und Domi. Seid bitte auch alle vorsichtig. Gut, sobald wir bereit sind, sollten wir auch ausrücken. Geben wir alles, Kilian. So. Die beiden brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das sollte genügen.
Eispalast Ostturm. Ein Ramot. Ja, noch ein bisschen mehr und Kaltklinge kommt auf Level 7. Ruckzuckhieb ist gerade auf Level 7 gekommen. Der kann jetzt noch ganze 2 Level aufsteigen, der Ruckzuckhieb, dann ist er komplett. Dann kriegt er einen Stern. Aber ich habe ja schon gesagt, dazu wird es nicht mehr kommen. Tja nun, wir haben wohl noch einen weiten Weg vor uns. Sag mal, Nachtara. Ja? Nun also, als Imagar dich fragte, wie wir zurückgelangen könnten. Nun, weshalb hast du ihn angelogen und ihm das gesagt, dass wir mit Hilfe der Kellions Zugangskarten zurückkehren könnten? Oh? Aber du hast doch auch mitgespielt, Psyana, oder irre ich mich da etwa? Also nicht bloß ich, sondern auch Viridium. Ich wollte Imolga und die anderen bloß nicht unnötig in Sorge versetzen. Mir ging es ähnlich. Und noch wissen wir nicht mal, ob es wirklich eine Lüge war. Wir können halt bloß nicht das Gegenteil beweisen. Hätten wir allerdings ausreichend Zeit, sie eingehend zu untersuchen, dann würden wir vielleicht einen Weg finden, um mit diesen Zugangskarten wieder nach Hause zu kommen. Doch diese Zeit steht uns momentan leider nicht zur Verfügung. Die Zerstörung des Kältekerns hat absoluten Vorrang. Wenn dieser Welt erstmal das letzte Stündlein geschlagen hat, dann gibt es für uns kein Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren könnten. Nachtara, ich weiß zwar nicht mal, ob es überhaupt im Bereich des Möglichen liegt, aber trotzdem müssen wir alles unternehmen, um nach Hause zurückzugelangen. Wir alle müssen heil und unbeschadet zum Paradies zurückfinden. Ich weiß, Psyana, ich weiß. Eispalast Ostturm, Ebene 2. Itemsperre. Why would you use that move? Geld. Was haben wir denn da? Ein Griffeldes. Und das Griffeldes hat uns eine Finsterbox hinterlassen. Mich zwar jetzt verbrannt, aber ist mir jetzt auch egal. Okay, bei dem Spiel kann ich mitspielen. Weg mit der blöden Verbrennung.
Wasserdüse ist auch schon Richtung Level 5 unterwegs. Falterreigen. Und natürlich kriege ich direkt wieder den Burn-Up. Ja, wenigstens haben wir direkt die Treppe hier. Okay. Lohnen sich die Raumattacken wenigstens mal ein bisschen. Nein, nicht Hagelsturm. Oha. Das ist jetzt zu verlockend. Vor allem, weil mein Hagelsturm gerade nicht daneben gehen kann. Also wegen Hagelsturm kann mein Blizzard nicht daneben gehen, so rum. ...1900 EP. Okay. Ach, immer dieses Memento Mori. Muss ich jetzt mal wieder schauen, dass ich irgendwo ein Wunderfeld finde. Schaden. Wieso ist nie ein Wunderfeld da, wenn man mal wirklich eins braucht? Verringerte Genauigkeit und verringerter Schaden. Ach komm, mach du das. Mein Gott, hau doch mal mit deinen Elektroattacken da drauf. Manchmal habe ich das Gefühl, der macht das mit Absicht. Wunderfeld, huh. Okay. Treppe kann nur noch in einem einzigen Ort sein. Sehr, sehr kleine Ebene. Wieso könnt ihr überhaupt solche Attacken? Wir sind schon ziemlich weit vorgestoßen, nicht wahr? Nanu? Was hast du denn? Was? Nichts? Es ist nichts. Bist du dir da ganz sicher? Ach, wo wir zwar jetzt unter uns sind, du kannst mich nicht ausstehen, stimmt's? Tut mir leid. Du kannst dir gewiss Angenehmeres vorstellen, als mich als Partner zugeteilt zu bekommen, habe ich recht? Was? Ich habe nie gesagt, dass ich dich nicht ausstehen kann. Zugegeben, anfangs ging mir dein Gehabe mächtig gegen den Strich. Aber als ich dann von dir und Keldeo hörte, kam ich ins Grübeln und habe deine guten Seiten bemerkt. Bist schon ein anständiges Pokémon.
Ich verstehe jetzt sogar, warum Dummies um jeden Preis dein Freund sein wollte. Wirklich? Das hört man gerne. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Mir war damals einfach jeder Anlass recht, um auf dich loszugehen, musst du wissen. Das lag mir schon lange auf der Seele und ich wollte mich entschuldigen. Aber es hat sich einfach nie die passende Gelegenheit dazu geboten. Kein Wunder. Ich konnte mich ja selbst zeitweise nicht ausstehen. Danke also, dass du dennoch mein Freund geworden bist. Oh, keine Ursache. Puh, mir ist gerade ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Geben wir unser Bestes, um den Kältekern ausfindig zu machen. Jawohl. Weißt du was, Emolga? Du bist zwar ziemlich frech, aber dennoch niedlich. Und genau deswegen mag ich dich. Du was? Was? Was hast du denn auf einmal? Sollen wir nicht rasch den Kältekern aufspüren? Natürlich. Eispalast Ostturm, Ebene 6. Hey, die Attackenpunkte sind mal wieder komplett aufgefüllt. Was haben wir denn überhaupt für eine V-Welle heute? Kampf. Ich habe irgendwie das Gefühl, Dommy setzt mit Absicht immer dann seine Attacken ein, wenn sie eigentlich keine Wirkung hätten. Wieder ein Griffeldes. Na gut, wenigstens war es diesmal nur eine Sindelbeere und kein Beliebersam. Und nur mal so, Dommy, du könntest jetzt wunderbar deine Elektroattacken benutzen. Aber er tut's nicht. Seine Elektroattacken benutzt er grundsätzlich nur gegen Boden-Pokémon und seine Normalattacken immer dann, wenn seine Elektroattacken effektiv wären. Oder dann, wenn er ein Geist-Pokémon vor sich hat. Oh, Kifferaffe in groß. Ein Aurora-Strahl. Ja.
Level 43. Ja. Da ist die Hydropumpe. Und dafür gebe ich sogar meine Wasserdüse her. Die einzige Attacke, die mir jetzt noch fehlt, ist Kreuzschere. Dafür habe ich aktuell noch Aeroass als Ersatzattacke. So. Jetzt muss ich bloß noch mal was umsortieren. Die muss dahin, die dahin. So. Ja, jetzt passt's. Okay, da hinten komme ich nicht weiter. Okay, dann bleibt ja nur noch ein Ort für die Treppe übrig, mal wieder. Oder auch nicht. Okay. Ah, da oben gibt es noch einen Gang, den ich nicht abgesucht habe. Okay. Hier. Im Twitch-Chat ist es mir übrigens schon wieder viel zu ruhig. Ihr dürft ruhig mal ein bisschen mehr schreiben hier. Ein Schlafsamen. Ich sag's ja, der setzt seine Elektroattacken grundsätzlich gegen Pokémon ein, die eigentlich eine Resistenz oder Immunität dagegen haben. Warum Heuler? Okay.
Na gut, probieren wir es einfach. Jo. Okay. Gratis-Items nehme ich immer gerne mit. So. Zwei Goldbarren. Nett. Ebene 12. So, Blizzard ist schon mal Level 2. Ui. Kommt mal rein hier. Sieht ganz so aus, als hätten wir es bald geschafft. Oh, dort ist ein Weg. Der wird uns sicher weiterführen. Los, Kilian. Unterdessen bei Emolga und Viridium. Der Weg öffnet sich hier ein wenig. So können unsere Gegner uns sofort erspähen. Wir sollten uns also nicht allzu lange hier aufhalten. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Boah, ihr zwei. Wie um alles in der Welt habt ihr es bloß hier raufgeschafft? Diese Stimme gehört doch zu einem unserer Gegner. Da sagen wir noch, wir sollen auf der Hut sein und prompt werden wir erwischt. Mihahaha. Dieser Eispalast schwebt hoch oben am Himmel. Umso erstaunlicher ist es daher, dass ihr taugenichts es bis hierher geschafft habt. Doch wo ihr nun schon mal hier seid, wollen wir euch auch willkommen heißen. Los, auf sie mit Gebrüll! Ah. Gleich 6 auf einmal? Lass uns nach einer Lücke in ihren Reihen suchen und dann nichts wie weg. Mihahaha. Ach, davonlaufen wollt ihr also? Tja, das möchte ich erstmal sehen. Wir teilen uns einfach auf und treiben euch in die Enge. Mist. Viridium, Emolga. Schreck, lass nach. Noch mehr von denen. Domi, Kilian. Ich habe zwar nicht damit gerechnet, euch zwei hier so eingekesselt vorzufinden, aber die Hauptsache ist doch, dass ihr beiden wohl auf seid. Noch zumindest. Nun gut, dann zeigen wir diesem Haufen mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Mihahaha, Kilian, Meister Kyurems, meine Worte stoßen bei dir also auf taube Ohren, wie? Gerade dich werde ich hier nicht vorbeilassen, darauf kannst du Gift nehmen. Niemals! Hörst du? Niemals! So, da haben wir sehr, sehr viele Gegner. Das lädt doch dazu ein, dass wir hier Blizzard spammen. Ui, und Emolga hat ein Level Up. Und Viridium genauso.
Ja, ein Stalobor ist schon mal weg. Ja klar, schrecke ich hier erstmal zurück. Na gut, nachdem ich zurückgeschreckt bin, habe ich irgendwas, was mir hier weiterhilft. Ach, warum nicht? Oh, sehr schön, ein Ladungsstoß. Gut, dass die Stalobor hier alle kaum Schaden machen. Und schon wieder schrecke ich zurück. Na gut. Emalga und Dummy hätten es beide mal nötig, aber Emalga hat es, glaube ich, gerade nötiger. Okay. Hat sich das auch schon erledigt. Miau, au, au, au. Boah. Das wäre erledigt. Wurde aber auch langsam Zeit. Lasst uns hier aber keine Wurzeln schlagen. Stimmt, du hast recht. Diese Typen werden sich nämlich sofort wieder an unsere Fersen heften, sobald sie wieder auf den Beinen sind. Und wenn dann noch ihre Kumpel dazukommen, haben wir ein echtes Problem. Denn gegen diese Überzahl können wir beim besten Willen nichts ausrichten. Ja, ich weiß. Dann lasst uns mal keine Zeit verlieren. So, den Ostturm hätten wir geschafft, dann kommt als nächstes der Westturm. Ja, und Pause ist gerade wieder ein gutes Stichwort. Ist schon wieder 1,5 Stunden her seit der letzten. Das heißt, wir machen jetzt wieder eine kleine Pause. So. Nach der Pause geht's noch weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Spiel heute noch fertig spielen. Also zumindest Hauptstory-technisch werden wir fertig spielen. Und boah, beim nächsten Mal machen wir dann noch die kleine Afterstory, die da noch drin ist, fertig. So, jetzt gibt's erstmal wieder Pause. Nehmen wir heute den Super Mystery Dungeon Screen wieder. Und wir sehen uns dann nachher wieder.